Moin und herzlich willkommen, liebe Nachtschattenfans und Psychonauten, zu Ausgabe 49 eurer Nachtschattentelevision. Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu und ja, die kalte Zeit hat begonnen, weshalb wir natürlich auch wieder gern abends uns zum Lesen zu Hause in einer gemütlichen Ecke niederlassen. Und zu lesen gibt es doch einiges Neues. Da werden wir euch heute mal von berichten. Wir haben zum Beispiel unsere neueste Ausgabe Lucys Rausch, die werde ich gleich als erstes vorstellen. Und dann bin ich euch noch schuldig, das Buch von Kevin Johann, Der Schamanengarten, nochmal ausführlich zu präsentieren. Das schiebe ich seit 3 Folgen vor mir her, weil immer wieder aktuelle Themen abzuarbeiten waren. Heute aber machen wir es und werden den Schamanengarten mal in aller Ausführlichkeit vorstellen. Und dann haben wir noch eine satirische Lesung, nachdem ich ja jetzt im Vormonat im Oktober in Hamburg mal eine satirische Lesung zum ersten Mal live gemacht habe und die auch sehr gut ankam beim Publikum, habe ich heute mal so ein paar Klassiker ausgewählt, die ich da auch zum Besten gegeben habe. Und die werden wir dann heute am Ende der Sendung hier vorlesen und zelebrieren, unsere satirische Lesung. Ja, fangen wir mal an mit unserem Herzenskind, unserem Herzensstück, Lucys Rausch. Unser neuestes Heft, unsere neueste Ausgabe, die Nummer 4, ist jetzt gerade herausgekommen. Abonnenten dürften Sie jetzt schon haben. Haben Sie auf jeden Fall schon. Haben auch schon erste Feedbacks von euch bekommen. Am Kiosk und auch im Cannabis- und Headshop eures Vertrauens wird die Ausgabe 4 allerdings erst ab Januar sein durch einen Vertriebswechsel. Wir haben nämlich jetzt nach 3 Ausgaben vor der 4 schon den Vertrieb gewechselt, sind zu einem größeren, zu einem professionelleren Vertrieb gegangen und deshalb entsprechend hier eine kleine Verzögerung in der Auslieferung für den Handel. Abonnenten, wie gesagt, haben Sie schon da und können Sie in vollem Umfang genießen. Und dann in der nächsten Folge im Dezember in unserem Weihnachtsspecial werden wir euch dann nochmal darauf hinweisen, wann und wo auch ihr die Lucy dann im Supermarkt, am Kiosk, im Flughafen, Bahnhofshandel und auch im Head & Grow Shop bekommt. Ja. Dieses Mal haben wir wieder ein tolles Heft zusammengestellt, mit Hilfe vieler toller Kollegen und Autoren. Der geschätzte Kollege Michael Knoth aus der Hanfszene hat uns was geschrieben über den Status quo der Cannabispolitik. Und wir haben einen Text drin von Albert Hoffmann zum Thema Psychedelika während des großen Übergangs, Psychedelika in der Sterbebegleitung. Dann habe ich selber auch 2 Artikel beigesteuert. Einen über LSD-Analoga und verwandte Moleküle und einen, den ich zusammen mit Jochen Garz geschrieben habe, über die Psilocybin-Pilze Europas, Mitteleuropas. Ja, was ist noch alles drin? Ein Artikel von Miki Rehmann übers Floaten, übers Floating. Ja, Miki Rehmann war schon lange überfällig, mal in unserem Magazin zu erscheinen, auch wenn wir erst 4 Nummern rausgebracht haben. Er ist ein großartiger Schreiber. Dann ein weiterer großartiger Kollege, der Drogenforscher Giorgio Samorini aus Italien, Herausgeber, ehemaliger Herausgeber des Magazins für psychoaktive Kunde Eloisis. Ein ganz tolles Magazin war das damals, was er da gemacht hat. Hat jetzt bei uns die Rubrik Eloises Kompakt ab jetzt in der Nummer 4 und wird in jeder Ausgabe Neuigkeiten und Nachrichten aus der Welt der Drogenforschung, der Ethnobotanik, der Ethnopharmakologie etc. pp. Bringen. Hier die erste Folge seiner Rubrik Eloises Kompakt, wie wir sie genannt haben. Ja. Auch mit dabei Wolfgang Bauer erstmals, der Volkskundler, Autor zahlreicher toller Bücher zur Ethnobotanik und auch zur Drogenkunde, hat hier einen Artikel über den venerablen Sergius Golovin veröffentlicht, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Ein großartiger Erzähler war, ebenfalls Volkskundler, ebenfalls auch für die Drogenforschung, für die Ethnobotanik ein ganz, ganz bedeutsamer Autor. Ebenso drin ein Nachruf auf den verehrten Dieter Hagenbach. Ja, wir hatten euch verkündet, dass er auch gestorben ist. Der ehemalige Gründer und Leiter des Sphinx Verlages und des Sphinx Magazins und der Gaia Media Stiftung und was er alles noch gemacht hat. Also haben wir hier auch einen einseitigen Nachruf von Roger Ligenstorfer auf Dieter Hagenbach. Weitere Artikel, Iboga und Ibogain, da kommt jetzt demnächst im Nachtschattenverlag ein Buch dazu heraus. Der Autor des Buchs, der unter dem Pseudonym Eudaemon fungiert, hat auch im Magazin Lucys Rausch jetzt einen zusammenfassenden Artikel über Ibogain. Claudia Müller-Ebeling, Kunsthistorikerin und Schamanismusforscherin unter anderem, hat wie immer auch unsere Kunstrubrik betreut und einen tollen Artikel über Hermann de Vries,
verfasst mit einer wunderbaren Bebilderung. Und Hermann de Vries ist ja jetzt weit über 80-jährig ins Pantheon der großen Weltkünstler aufgestiegen. Voriges Jahr hat er auf der Biennale den niederländischen Pavillon ausgestaltet. Damit ist er also spätestens damit ist er ein Künstler von Weltrang. Und es war wichtig für uns, ihn jetzt zeitnah vorzustellen. Wir wollten das schon seit zwei Ausgaben machen. Jetzt haben wir endlich einen Artikel über Hermann de Vries auch im Magazin. Weitere Artikel im Heft sind dabei von Nana Nauwal zum Thema Schamanismus. Der dritte und letzte Teil zum Thema Safer Use von Alexander Bücheli, dessen Artikel in verlängerter, in expandierter, gesammelter Form auch nächstes Jahr als Buch im Nachtschatten Verlag erscheinen. Als Lucys Rauschextrakt-Edition nämlich. Ja, auch eine coole Idee. Weiter dabei Friederike Meckel-Fischer mit einem Artikel zu MDMA, Roberto Raval über das Leben im Hier und Jetzt und so weiter und so fort. Viele, viele Texte mehr. Kevin Johann unter anderem über ethnobotanisches Growing. Diesmal geht's im zweiten Teil der Serie um Mohngewächse. Ja. Das führt uns auch gleich dann zum nächsten Sujet unserer Sendung, nämlich zum Schamanengarten. Vorher möchte ich euch noch sagen, geht mal auf die Internetseite, in den Shownotes unter dem Video habe ich euch die Adresse eingeblendet, wenn ihr euch das Abo holen wollt von Lucys Rausch. Ja, ihr seht, also spätestens jetzt haben die Abonnenten einen echten Vorteil durch Vertriebswechsel, müssen alle Kioskkäufer noch warten, noch einen guten Monat. Alle Abonnenten haben sie aber schon zu Hause. Also echt ein großer Vorteil. Von daher, wir würden uns auch sehr darüber freuen, weil wir natürlich einfach auch die finanzielle Unterstützung brauchen, um dieses Magazin weiterhin auch machen zu können für euch. Und also ein Magazin will etabliert sein. Es ist nicht so, dass es vom ersten Augenblick an großartig was abwirft. Ja, das Ganze ist aber mit immensen Kosten doch verbunden. Allein der Druck. Wir haben ja jetzt, wie sich vielleicht schon rumgesprochen hat, das ganze Heft auch auf 100%igem Öko-Recycle-Papier gedruckt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja. Am besten wäre es natürlich, das Ganze auf Hanfpapier zu drucken, aber das ist ja nach wie vor durch all die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und so weiter so wahnsinnig teuer gehalten, dass man sich nicht leisten kann. Dann müssten wir den Preis fürs Heft erhöhen und mit 14,80, denke ich, sind wir da schon wirklich am oberen Limit. Aber immerhin jetzt auf 100% recyceltem Ökopapier. Ganz, ganz wichtige Sache, wie ich finde. Ja, dann kommen wir zum Schamanengarten. Lang angekündigt schon, gezeigt hatte ich ihn auch schon mal hier. Kevin Johanns Erstlingswerk im Nachtschatten Verlag erschienen. Ich habe da auch mit dran gearbeitet. Da sind viele Texte von mir drin, auch viele meiner Forschungsergebnisse mit eingeflossen. Und insgesamt ist es ein ganz, ganz tolles Lehr- und Nachschlagewerk geworden. Wir können ja mal reingucken. Und Kevin Johann hat sich da also die Mühe gemacht, viele Pflanzen, die man also bei uns im Garten oder auch als Zierpflanzen in der Wohnung halten und pflegen kann, zu beschreiben. Psychoaktive Pflanzen natürlich, schamanisch bedeutsame, rituell bedeutsame, größtenteils geistbewegende psychoaktive Pflanzen. Und da wird natürlich nicht nur beschrieben, wie man die Pflanzen sich im Garten oder auf der Fensterbank oder im Kübel oder wie auch immer hält, sondern auch, wie man sich entsprechende Zubereitungen herstellt, wie man im schamanischen, wie man aber auch im ethnomedizinischen und aber auch im rekreativen Kontext die Pflanzen verwendet und verwenden kann, etc. pp. Das Ganze wunderbar ausgestattet, prachtvoll, durchgehend, vierfarbig, ja, super toll layoutet, wirklich wie ein Schulbuch, ein richtiges Nachschlagewerk. Und von daher von großem, großem Wert. Also wir sind sehr, sehr dankbar und froh, dass wir hier im Team ein tolles Buch miteinander erstellt haben. Das ist in der Tat eine Gemeinschaftsarbeit, kann man sagen. Ja, der Kevin hat also den Rahmen geliefert und wir haben im Team daran gearbeitet. Kevin und ich haben die Texte besorgt und unsere Grafikerin und Layouterin hat also ein Werk daraus gemacht, das wirklich einzigartig ist. Mit einer umfangreichen Einführung ins Thema Schamanismus und psychoaktive Pflanzen und Ritualpflanzen und so weiter und so fort und mit Glossarium und mit einem Kapitel über Schädlinge und Krankheiten etc. pp. Ist also wirklich alles drin, was der in Anführungszeichen Schamanengärtner benötigt. Also, tolles Weihnachtsgeschenk. In der nächsten Ausgabe eurer Nachtschattentelevision werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal auf potenzielle gute Weihnachtsgeschenke eingehen. Bis dahin werdet ihr aber wahrscheinlich die meisten schon haben. Wir kommen ja dann kurz vor Weihnachten erst raus. Schaut euch also die Internetseite des Nachtschattenverlags an.
findet ihr auch unter dem Video in den Shownotes. Da gibt es ein so umfangreiches Buchprogramm, so wunderbar. Ja, da muss man einfach mal drin gestöbert haben. Mitte Dezember kommen dann auch neue Bücher raus. Also neu ist ja gut, doch zum Teil. Zum einen nämlich eine Neuauflage des Werks von Giorgio Samorini. Ich habe ihn eben schon erwähnt als neuen Autor in Lucy's Rausch. Giorgio Samorini hat das Buch gemacht Halluzinogene im Mythos. Das ist ein tolles Buch, was eben darlegt, ja, wieso die Verwendung der psychoaktiven Drogen früher gewesen, insbesondere die schamanische Verwendung gewesen ist, wieso deren historischer Kontext ist, die ganze Mythologie, ja die indigene Mythologie zu den einzelnen Drogen und Substanzen, einfach ein spannendes Werk. Das ist jetzt neu aufgelegt worden und zwar auch unter einem neuen Titel, Rausch und Mythos nämlich. Das passt ein bisschen besser, weil es eben nicht nur um Halluzinogene geht im Buch, sondern auch um andere Rauschdrogen. Ein fetter Tipp kommt Mitte Dezember in der Neuauflage heraus. Ebenfalls Mitte Dezember eine Neuauflage zwar, aber für den Nachtschattenverlag schon eine Erstauflage, nämlich der Reprint des Kultbuches Wahre Halluzinationen von Terence McKenna. Ja, das kommt im Dezember auch. Dürfte noch so auch erscheinen, dass ihr es vor Weihnachten womöglich noch bestellen könnt. Ja, also ein Klassiker schlechthin, haben wir auch in der vorigen Ausgabe Lucy's Rausch besprochen übrigens, eine Rezension drin gehabt. Dieses Buch sollte man kennen, wenn man sich fürs Thema, für Psychedelik, Psychonautik, Ethnopharmakologie und für Terence McKenna interessiert. Ja, hatten wir aber hier auch schon vorgestellt. Und auch in einer der letzten DEA-Folgen, Psychedelische Bibliothek, in Ausgabe 3 nämlich, habe ich das Buch auch vorgestellt. Könnt ihr mal gucken, wenn euch das ein bisschen eingehender noch interessiert. Ebenfalls Neuauflage im Dezember von Daniel Traxel, das wunderbare Buch Psychedelische Chemie. Das habe ich hier auch schon x-mal vorgestellt. Ein absolutes Standardwerk. Das muss man einfach haben, wenn man sich für Drogen wirklich tiefer und weitergehend interessiert. Ja. Außerdem noch jetzt, vielleicht für Weihnachten, eine interessante Geschichte, wer von euch schon immer mal die Biografie von Albert Hoffmann haben wollte, Albert Hoffmann und sein LSD, das ist ein Buch, ein schön dickes Buch, was im AT-Verlag herausgekommen ist und hat da muss ich gerade mal nachgucken jetzt, 44,90 Franken respektive 39,90 € gekostet und das hat der Nachtschattenverlag jetzt übernommen unter dem Label Modernes Antiquariat, kommt es jetzt beim Nachtschattenverlag heraus und kostet nur noch 19,80 Franken oder 18 €. Ja, das ist doch echt mal also weniger als die Hälfte des bisherigen Preises für dieses wunderbare Buch, was ich auch hier in eurer Sendung schon mehrfach vorgestellt habe. Und ich denke, das ist doch vielleicht tatsächlich ein gutes Geschenk, nicht nur für sich selbst zu Weihnachten, sondern auch für seine Lieben. Zu guter Letzt für heute, nach den Präsentationen dieser wunderbaren Neuerscheinung, dann eine kleine Lesung nochmal. Ja, ich habe in Hamburg jetzt im Rahmen eines Kongresses der AG Dropo, der AG Drogenpolitik, Schluss mit Kriminalisierung hieß der Kongress. Da habe ich abends im Rahmenprogramm gelesen, zusammen mit Jörg Böckem, dem verehrten Kollegen, und dem ebenfalls verehrten Kollegen Leonard Fust. Und ja, da habe ich eine satirische Lesung gemacht, inspiriert durch die Nachtschattentelevision, hier begründet. Und das ist ganz gut angekommen. Habe ich live gemacht und ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder was, oder ein bisschen länger vielleicht. Und ja, die Dinge, die am besten angekommen sind da und die ich hier auch in der Nachtschattentelevision noch nicht vorgelesen habe, die habe ich mal ausgewählt, um sie euch jetzt hier zu präsentieren. Das sind ein paar Klassiker und auch aus Büchern, die wir bereits schon mal abgehandelt hatten hier, Textstellen, die ihr noch nicht kennt. Fangen wir mal an mit einem, ja, das habe ich schon auch ein paar Mal gezeigt und auseinandergenommen, dieses Machwerk Fakten über Drogen von einer Initiative Sag Nein zu Drogen, ist also ein Ableger, ein Abkömmling der Scientology-Kirche. Und die vertreiben also diese Box mit verschiedenen Heften über verschiedene Drogen. Hatte ich euch schon diverse Male gezeigt. Und ja, da sind natürlich ganz viele geile Schnitzer drin, von denen wir uns jetzt mal einige angucken wollen. Fakten über Drogen werden uns nämlich hier auch gerafft und zusammengefasst präsentiert. Drogen sind im Grunde Gifte. Die genommene Menge bestimmt die Wirkung. Der zweite Satz ist okay. Eine kleine Menge wirkt stimulierend, in Klammern macht aktiver. Eine größere Menge wirkt sedierend, in Klammern dämpfend. Eine noch größere Menge führt zu einer Vergiftung und kann tödlich sein. Sehr differenzierte Angaben. Dies gilt
Für jede Droge, schreiben die Autoren hier. Verschieden ist nur die für den jeweiligen Effekt nötige Menge. Ja. Das habe ich in Hamburg vorgelesen und in stumme Gesichter gesehen. Ich musste es also nochmal vorlesen, so wie ich es auch jetzt tun werde. Eine kleine Menge wirkt stimulierend. Eine größere Menge wirkt sedierend. Eine noch größere Menge führt zu einer Vergiftung und kann tödlich sein. Dies gilt für jede Droge, liebe Zuschauer. Ist das nicht interessant? Also eine kleine Menge wirkt stimulierend, eine größere Menge einschläfernd, beruhigend und eine noch größere Menge führt zu einer Vergiftung und kann tödlich sein. Das gilt für alle Drogen, ob Cannabis, ob Heroin, ob Tabak, ob Alkohol, ob LSD, Psilocybin, DMT, TFMPP, Codein, DXM. Ich kann mir alles weitere sparen, liebe Zuschauer. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ist das nicht ein Blödsinn? Aber wer glaubt, dass das schon die Krönung war, der hat den Text nicht weiterverfolgt. Dort heißt es nämlich, Drogen blockieren sämtliche Sinneswahrnehmungen, sowohl die erwünschten wie auch die unerwünschten. Während sie kurzfristig Schmerzen lindern können, zerstören sie die eigenen Fähigkeiten und Aufmerksamkeit und vernebeln die Sinne. Auch das gilt für alle Drogen. Drogen blockieren sämtliche Sinneswahrnehmungen. Das heißt, wenn ich also eine Zigarette rauche, einen Schluck Bier trinke, an der Tüte mal quulche, Morphin nehme oder was auch immer, dann sehe ich nichts mehr, dann höre ich nichts mehr, ich rieche nichts mehr, ich schmecke nichts mehr. Ja, Drogen blockieren nämlich, und das sagt uns die Scientology, sämtliche Sinneswahrnehmungen. Wow! Dann geht es natürlich auch noch ein bisschen tiefer rein. Ja, über MDMA im Speziellen wollen sie uns auch einiges erzählen. Nämlich zum Beispiel, dass reines MDMA an sich bereits pures Gift ist. Ja, es wird einfach so pauschal dahingestellt. Reines MDMA an sich ist bereits pures Gift. Ja, unglaublich. Man benötigt nämlich zunehmend größere Dosen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Konsumenten berichten immer wieder, dass Ecstasy bereits nach der ersten Dosis eine deutlich geringere Wirkung hat. User nehmen also zunehmend größere Mengen der Droge, wodurch natürlich auch die Nebenwirkungen und Risiken weiter zunehmen. Da die erwünschte Wirkung der Droge schnell nachlässt, ist Mischkonsum mit anderen Drogen die Regel. Der Konsument hat manchmal das Gefühl, dass er andere Drogen wie zum Beispiel Heroin oder Kokain nehmen muss, um mit dem mentalen und körperlichen Schmerz zurechtzukommen, der einem Ecstasy-High gewöhnlich folgt. In den USA nehmen 92% der Ecstasy-User auch andere, härtere Drogen. Ja, ist das nicht unglaublich? Ja, und sowas kursiert tatsächlich dann vielleicht sogar in der Schule. Gut, davon abgesehen, dass natürlich keine Schrift von solchen Fundamentalisten und Sektierern wie der Scientology in der Schule kursieren sollte, ist natürlich so, dass es auch unter einem Deckmantel stattfindet. Also man findet erst nach Recherche heraus, dass diese Initiative sagt Nein zu Drogen Scientology ist. Also das wird nicht ersichtlich, auch nicht, wenn man diese Box zum Beispiel irgendwo im Rahmen einer Anti-Drogen-Aktion in der Schule verteilt. Ja? Und die Infos sind natürlich zum guten Teil aus alten prohibitionistischen Werken abgeschrieben, zu einem anderen guten Teil aber auch einfach ausgedacht. Also ich weiß nicht, wer darauf kommt, dass Leute, die Ecstasy nehmen, also dazu neigen, auch Heroin und Kokain automatisch zu nehmen, um mit dem mentalen und körperlichen Schmerz umzugehen, der ihnen von MDMA zugefügt wurde. Und auch, dass bereits nach der ersten Dosierung kaum mehr eine Wirkung zu spüren ist und so weiter und so fort. Also es zeugt ja von einem totalen Unverständnis gegenüber der Substanz. Ja? Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir entlarven den ganzen Mist natürlich hier. Ja, das war schon die Scientology. Da könnte ich natürlich im Grunde die gesamte Heftreihe vorlesen. Wir hätten einen Brüller nach dem nächsten. Wäre aber auch eine gute Zeitverschwendung. Ein anderes Buch hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ein Schulbuch aus dem Bayerischen Schulbuchverlag. Hier zum Kopieren für Lehrer. Also extra im DIN A4-Format, um das Ganze für die Schüler zu kopieren und auszuteilen. Da hatte ich auch schon mal diverse Sachen draus vorgelesen. Genauso verboten das Ganze. Hier schreiben wir zum Beispiel: LSD ist das bekannteste Mittel, das einen Trip verschafft. Obwohl seelische und körperliche Abhängigkeit selten auftreten, führt der Genuss dieser Droge doch zu lang andauernder geistiger und körperlicher Zerrüttung. LSD ist ziemlich einfach herzustellen. Ja. Also,
auf, ich weiß nicht wie viele Zeilen, auf 2,5 Zeilen, 500 Fehler, unglaublich, ja. Obwohl seelische und körperliche Abhängigkeit selten auftreten, ja, ich weiß nicht, wer jemals davon gehört hat, dass jemand abhängig von LSD wurde, insbesondere körperlich, ist es nämlich überhaupt nicht möglich. Man kann von den Tryptamin-Psychedelika nicht körperlich abhängig werden. Und eine wie auch immer geartete seelische Abhängigkeit nach solchen Substanzen mag es im Einzelfall, ich weiß nicht, ich sag mal salopp, bei vielleicht einem von 100.000 Leuten auftreten, dass er also wirklich immer und immer wieder diese Substanzen nehmen wollen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und gar nicht damit klarkommen, aufzuhören. Aber ja, so Sachen wie LSD und so, die regulieren sich ja einfach selber. Also LSD hat im Gegensatz zu MDMA, wie es eben beschrieben wurde, tatsächlich eine immense Toleranz. Und nach zweimaliger aufeinanderfolgender Einnahme muss man da wirklich extrem steigern, bis man dann also kurz darauf bald schon gar nicht mehr viel merkt. Bei Pilzen ist es genau das Gleiche. Bisschen was anderes ist es bei DMT, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der zum Beispiel über einen Zeitraum von, was weiß ich, nur einem Monat oder gar länger jeden Tag DMT raucht, weil er sagt, ich kann das nicht mehr ohne. Ja. Es gibt Einzelfälle, wir kennen beispielsweise den Fall von John C. Lilly, der mit Ketamin, also tatsächlich Erfahrungen gemacht hat, die da doch in Abgründe führten. Also er hat tatsächlich sowas wie eine seelische Abhängigkeit wäre vielleicht zu viel, eine Sehnsucht entwickelt, immer in den Ketaminwelten zu schwelgen. Aber wie gesagt, das sind Einzelfälle, sowas ist absolut gar nicht normal. Und die allermeisten Menschen mit normaler Veranlagung haben eigentlich nach einem starken psychedelischen Trip erstmal für eine ganze Weile genug und sagen, okay, das reicht mir erstmal, weil es ist ja nicht diese Art von Rausch, die wir mit dem Alkohol oder auch nur mit Cannabis oder so hinkriegen, also abends gemütlich auf der Couch sitzen, bis wir dann so in den Schlaf gleiten. Das ist ja eine ganz andere Art von Rausch, die wir mit Psychedelika induzieren. Aber natürlich wissen das die Autoren hier. Die vergleichen halt, weil aus Unwissenheit wird jeder Rausch, egal durch welche Droge, immer mit Alkohol verglichen. Ja? Also solche Autoren glauben, alle Drogen wirken wie Alkohol, nur schlimmer. Ja, das ist eigentlich das Fatale. Ja, die Unwissenheit eben. Autoren ohne eigene Erfahrung. Also das, ja, da kann nur sowas bei rauskommen. Über DMT schreibt er auch. DMT ist eine synthetisch hergestellte Verbindung mit kurzer Wirkung. Ja? Das Buch ist von 2003, also da wusste man schon lange, dass DMT bei weitem kein reines Synthetikum ist, sondern eine natürliche Substanz, die im Menschen, im Tier und in vielen, vielen Pflanzen vorkommt. Und von daher, also ist das auch schon mal wieder total undifferenziert. Auch einige einheimische Pilze, wie der Fliegenpilz, schreibt er weiter, hier dieser, wie heißt er, Karl-Hans Seiler, erzeugen LSD-artige Wirkungen. Doch ist von einem Genuss ernsthaft abzuraten, denn dieser Pilz ist stark giftig. Ja, also Karl-Hans Seiler auch falsch, ja. Der Fliegenpilz wirkt weder LSD-artig noch ist er stark giftig. Das ist auch ein Gerücht. In vielen Pilzbüchern, insbesondere früher, stand, dass der Fliegenpilz tödlich giftig sei. Das ist nicht so. Fliegenpilztote hat es bisher noch nicht gegeben in der Geschichte. Ja? Und wenn, dann aber war das auf einen Mischkonsum zurückzuführen. Also reine Fliegenpilztote sind in der Geschichte nicht dokumentiert. Also absoluter Unsinn. Aber man will ja auch nicht informieren, sondern einfach nur Angst machen. Ja. Stundenbilder für die Sekundarstufe war das jetzt. Ja? Und abschließend dann noch aus einem Verlag ein Buch. Ah ne, nicht abschließend, wir haben das vorletzte. Dieses Buch haben wir auch schon mal vorgestellt, Rauschgiftdrogen aus dem Springer Verlag, ja. Hört sich schon richtig nazihaft an, ja, Rauschgiftdrogen. Und hier schreibt der Autor etwas ganz, ganz Wunderbares. Es geht um Serotonin. Man hat das 5-Hydroxytryptamin, Serotonin, in der Papayafrucht und in den Früchten der Passionsblume entdeckt, ferner in der Banane und zahlreichen anderen Pflanzen, die als Nahrungsmittel weit verbreitet sind. Dass bisher nur den Bananenschalen und dem Bananenmus von den Rauschgiftanhängern der amerikanischen Jugend Aufmerksamkeit geschenkt wurde, hängt wiederum nur damit zusammen, dass hier der Gehalt an dieser Verbindung am höchsten ist. Immerhin beträgt der Serotoningehalt einer reifen Bananenfrucht etwa 25 Milligramm. Ja, Wahnsinn. Davon treffen ca. 15 Milligramm auf den essbaren Teil der Banane. Da aber Serotonin nur ein sehr schwach wirksames Halluzinogen ist, wird die Banane nie ein ernsthafter Konkurrent für die bekannten Rauschgiftdrogen werden. Es wäre auch verwunderlich gewesen, wenn unsere sonst so scharfsinnigen Vorfahren eine so billige Rauschgiftquelle übersehen oder unbeachtet gelassen hätten. Ja, das schreibt hier der Autor H.
H. Wagner im Buch Rauschgiftdrogen. Ja. Nun, also auch hier ein totales Unwissen in einem wissenschaftlichen Verlag wie dem Springer Verlag. Das Buch ist von 1970, von daher verzeihen wir ihm vielleicht den Schnitzer. Bananen enthalten Serotonin zwar, aber man kann A. nicht sagen, dass der essbare Teil einer Banane 15 Milligramm Serotonin enthält. Das ist vollkommener Blödsinn. Die Wirkstoff-Inhaltsstoff-Schwankungen haben wir bei den Bananen auch natürlich und das ist mal so und mal so. Mal enthalten die mehr, mal weniger Serotonin. Hauptsächlich in Spuren ist es nachweisbar. Und dann ist Serotonin natürlich überhaupt oral gar nicht wirksam. Das heißt, wenn wir also Serotonin über den Mund, über den Magen-Darm-Trakt aufnehmen, ist es nicht aktiv, induziert null Wirkung, wird sofort abgebaut. Und dann drittens ist natürlich Serotonin alles, aber kein Halluzinogen. Ja. Auch wenn die Halluzinogene, die sogenannten, die Psychedelika, unter anderem über Serotoninrezeptoren ihre Wirkung entfalten. Längst nicht alleine, da sind noch viele andere mit beteiligt. So hat es aber nicht zu heißen, dass Serotonin selber eine halluzinogene Substanz wäre. Dem ist nicht so, liebe Zuschauer. Und als letztes, wo wir gerade bei Halluzinogenen sind, geht es nochmal um DMT, auch ein geiles Buch. Auch das hatte ich euch schon mal vorgestellt. Arman Sahihi, ich glaube, er wird so ausgesprochen. Drogen von A bis Z, Edition Psychologie heute, 1990 herausgekommen, zum Thema DMT. Die Rauschwirkung setzt nach etwa 3 Minuten ein und dauert 30 bis 40 Minuten an. Auch undifferenziert, das ist nämlich nicht so, wenn man es raucht zum Beispiel, sondern wenn man es sich injiziert beispielsweise. Da DMT und auch die verwandten DPT, also Dipropyltryptamin und DET, Diethyltryptamin, sehr leicht zu gewinnen sind, zum Beispiel indem man Petersilie trocknet und raucht, ist davon auszugehen, dass DMT zu den am häufigsten konsumierten Halluzinogenen überhaupt gehört. Ja, im Buch Drogen von A bis Z. Also, ja, witzig, oder? Ich denke, da haben einige von euch wahrscheinlich gerade laut gelacht. Das wäre ja was, wenn man einfach nur Petersilie trocknen und rauchen müsste, um dann im Endprodukt DMT, DPT und DET zu haben. Ich glaube, dann wäre Petersilie schon lange nicht mehr auf dem normalen Nahrungsmittelmarkt legal verfügbar, wenn dem so wäre. Hier ist der Autor einem Fake aufgesessen oder hat einfach falsch recherchiert, falsch verstanden. Denn es ist so, also früher vor allem, aber heute auch, teilweise wird es noch gemacht, weil man ja DMT und die Verwandten relativ genau abmessen muss und nicht jeder eine Präzisionswaage hat, die ja sehr teuer sind, ist es halt eben auch das Chang'an-Prinzip gängig, insbesondere früher gewesen, DMT auf Petersilie aufzutragen, um es dann rauchen zu können. Also, das kommt aus den USA, dort hat man Petersilie oder aber eben auch Marihuana genommen, weil natürlich Marihuana mit DMT für die meisten eine Verschwendung darstellt, weil die Marihuana-Wirkung im Grunde gar nicht erlebt wird in dieser Art, also das DMT ist ja viel stärker, hat man das für Verschwendung gehalten und das Ganze auf Petersilie aufgetragen und das ist natürlich auch wesentlich weniger auffällig. Und ja, das wird auch teilweise heute noch gehandhabt. Man kann auch Oregano nehmen oder andere Kräuter. Changa, das Prinzip Changa, wo man eben auch das DMT auf Kräutern verteilt und noch mit Beta-Carbolinen versetzt. Das ist dann wieder was anderes. Aber ja, also, dass man DMT, DPT und DET durch das Trocknen und Rauchen von Petersilie gewinnt, ja, das wird ein Wunschtraum vieler Psychonauten bleiben und in diesem Buch einfach nur eine Ente. Liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Wir sehen uns wieder im Dezember zu unserem Weihnachtsspecial, bisschen vor Weihnachten. Guckt so lange auf der Internetseite des Nachtschattenverlags und auch auf der Website der Lucys Rausch, gerade rausgekommen, kann ich euch nur empfehlen. Ja, schließt ein Abo ab und genießt dieses wunderbare Magazin jetzt im Herbst und im Winter, wo es doch wirklich merklich kälter ist und die Tage deutlich kürzer sind. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns wieder. Zunächst in die EA etwa 14 Tagen. Darauf freue ich mich. Bleibt uns gewogen und bis bald.